Hallo zusammen, ich habe hier unsere doppeldeckige Kühlbox und da gibt es Änderungen auf das Jahr 2022. Und zwar haben wir dieses Energielabel, das ist nicht mehr gültig, das müssen wir jetzt demontieren, wegnehmen. Und dafür gibt es ein neues. Kein Energielabel mehr, No Label oder wie wir dem sagen wollen. Weil bis jetzt lief die Box mit 12 Volt, 24 Volt, 230 Volt. Und ab diesem Jahr gibt es die Box nur noch mit 12 und 24 Volt. Durch das ist sie nicht mehr energielabelpflichtig. Und ihr könnt diese Box jetzt theoretisch nicht mehr an 230 Volt betreiben. Ich habe hier einen LED-Scheinwerfer und ich habe hier ganz einen speziellen. Und hier gibt es ein Netzgerät dazu, zu diesem LED-Scheinwerfer. Aber ich will euch keine LED-Scheinwerfer verkaufen. Aber ich habe das Netzgerät im Sortiment für diesen LED-Scheinwerfer. LED heißt, löst ein Desaster. Und dieser LED-Scheinwerfer, also das Netzgerät, passt genau auf diese Kühlbox. Aber gemäß Gesetz darf ich euch das nicht anbieten als Netzgerät für eine Kühlbox. Also das ist nur ein Netzgerät für einen LED-Scheinwerfer. Und man kann dann das so betreiben. Per Zufall passt das wirklich hier drauf. Es fängt an zu leuchten, es funktioniert. Aber ich darf euch diesen LED-Scheinwerfer nicht zu dieser Box verkaufen, sondern nur zum LED-Scheinwerfer. Klar könnt ihr da das Netzgerät so kaufen, das ist kein Thema, das ist eine andere Baustelle. Weitere Änderung ist, wir werden wahrscheinlich im März wieder eine Preiserhöhung haben. Es ist so, März, April, weiß ich noch nicht genau, habe noch nicht genaue Infos dazu. Also dieser Preis von 860 Euro oder Schweizer Franken wird sich ändern und zwar nur gegen oben. Wir kommen zum Energieverbrauch dieser Kühlbox. Das hier ist das Datenblatt von dieser Box und wir brauchen bei 5 Grad innen, 25 Grad außen 12 Wattstunden pro Stunde. Oder 260 Wattstunden am Tag. Diese 280 Wattstunden, 86 Wattstunden am Tag, das ist die Box, was die Box braucht, wenn hier 5 Grad ist, Kühlschranktemperatur, und hier minus 18 Grad. Man kann die auch beide auf minus 18 Grad einstellen, braucht sie aber mehr Strom. Dann ist sie außerhalb der Norm, funktioniert, kein Thema. Wenn ich diese Box mit 286 Watt im Tag betreibe, darf ich auch nicht Ware einfüllen und runterkühlen. Ich darf, braucht aber mehr Strom. Wenn wir die 286 Watt nehmen, Wattstunden pro Tag nehme, sind fast 300. Und diese Batterie hier, das ist eine 1280 Wattstunden Batterie oder 100 Amperestunden. Und mit dieser Batterie kann ich diese Box rund 4 Tage lang betreiben. Wenn wir 25 Grad haben, wenn wir aber Temperaturen haben um die 32 Grad, dann braucht diese Kühlbox fast 500 Wattstunden pro Tag. Das heißt, ich kann die hier 2,5 Tage betreiben mit dieser Batterie, wenn sie voll geladen ist. Einfach als Vergleich, was braucht diese Kühlbox für Strom? Es ist so, diese Kühlbox braucht relativ wenig Strom. Diese Box hier hat hier hinten, wir haben sehr massive Dichtungen. Also nicht nur ein Moosgummistreifen, sondern eine richtige Dichtung vom richtigen Kühlschrank. Und vor allem, wir haben hier
5,5 cm Isolation und natürlich auch hier 5,5 cm Isolation. Weiter sehen wir hier, das ist der Zubehör. Wir haben hier einen kleinen Korb drin, einen großen Korb drin. Da gehen auch 1,5 Liter Flaschen rein. Und hier auch ein Korb drin, auch 1,5 Liter Flaschen. Der große Vorteil ist, ich kann natürlich dieses Fach auch als Kühlschrank brauchen. Also ich kann die ganze Kühlbox als Kühlschrank brauchen, je nach Bedarf. Wir haben noch die gleiche Kühlbox ohne Zwischenwand und mit einem Deckel. Die hat dann 81 Liter Volumen statt 75, weil die Trennwand hier zwischen, die braucht ein bisschen Platz, reduziert das Innenvolumen. Diese Box, die B81S Standard, die verlinke ich euch unten drin oder in der Endcard. Ja, das soll es gewesen sein von dieser Kühlbox. Hier das Video über den LED-Scheinwerfer oder das Netzgerät vom Löst ein Desaster und hier eben die 81S. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.